habt ihr einen würdigen Beitrag zum 40-Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik erbracht. Mit Entwicklung und Bereitstellung der ersten 32-Bit-Mikroprozessoren является генеральным секретарем Центрального комитета Социалистической Единой партии Германии. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl vom Massenmedium Fernsehen. Dankeschön. Ich weiß, es wird heute Abend noch eine längere Rede geben. Schön wäre es, wenn wir noch drei Sätze hören könnten. Wie fühlt man sich am Beginn einer solch wichtigen Etappe? Nun, ich habe im Zentralkomitee gesagt, dass ich mir bewusst bin, dass ich eine schwere Aufgabe übernommen habe in einer sehr komplizierten Zeit. Und es drängt mich auch in dieser Minute zu sagen, uns steht viel Arbeit bevor. Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit, aber Arbeit, die Freude machen soll und die allen Menschen dienen kann.